Schön oder weniger schön? Die Baureihe 101 ist allemal eine markante Erscheinung. Dass sie auch über Eleganz verfügt, dürfte angesichts der silberlackierten Metropolitan-Loks nicht zu bestreiten sein. Eine davon, 101-131, rollt zur Nachschau in die Halle. Seit dem 1. August 1999 verkehrt der Metropolitan als hochwertiger Schnellzug zwischen Hamburg und Köln. Ein besonderer Zug aus einer anderen Perspektive. Schon das neue Design signalisiert etwas Besonderes. So ist das durchgehende Fensterband dem ICE nicht unähnlich. Die Silberpfeile bilden zusammen mit der Lok und 7 Wagen einen Triebzugverband. In knapp 3 Stunden und 20 Minuten eilt der Metropolitan von Hamburg nach Köln. Hier erreicht er die Hohenzollernbrücke in Köln. Einfahrt in den Hauptbahnhof Köln. An der Spitze ein moderner Steuerwagen der Gattung APMBZF. Hinter dem neuen Zug steckt die Metropolitan Express Train GmbH, eine Tochter der Deutschen Bahn. Der noble Zug zielte ursprünglich auf betuchte Fahrgäste. Heute gibt es auch eine zweite Klasse. Vertraute Atmosphäre im Führerstand des Steuerwagens. Mit bis zu Tempo 200 darf er von der 101 geschoben werden. Alle Funktionen der Lok lassen sich von hier aus steuern. Mittlerweile gehören die geschobenen Züge schon zum gewohnten Bild bei der DB. In schneller Fahrt brausen wir in Richtung Hamburg. Die Silberpfeile sollen zahlungskräftige Fahrgäste vom Luft- und Straßenverkehr weglocken. Hierzu bietet man ein Interieur vom Feinsten. Das hat natürlich auch seinen Preis. Das Ticket in Form einer Bordkarte kostet im Grundpreis 180 Mark. Dafür gibt es sogar einen Welcome-Drink gratis. Viermal täglich pendelt der Silberpfeil zwischen Hamburg und Köln. Wer auf guten Service und auf die Eisenbahn steht, sollte sich das Metropolitan-Erlebnis nicht entgehen lassen.